Hallo, es ist Donnerstagmittag und herzlich willkommen bei meinem Mittagstalk. Worum geht's denn heute? Es geht um unsere Gedanken, wie immer. Es geht um Gefühle, es geht um Burnout, es geht um Schicksalsschläge, also irgendwie eine ganze Menge. Und schauen wir, was wir alles unterbekommen. Ich habe noch was Tolles für alle, die zuschauen und live dabei sein wollen. Ich habe nämlich eine neue Funktion in BeLive freigeschalten bekommen. Und zwar kann man sich als Gast zuschalten, was ich ganz toll finde. Und ich kopiere jetzt mal den Link da rein in den Comments. Für alle Live-Gäste. So, und ich schaue mal, ob das so funktioniert. Es ist das erste Mal, dass ich das mache und ich hoffe, man kann das auch sehen. Gut, worum geht's? Mein letzter Blogartikel war, da habe ich erzählt von meinen letzten Jahren, wie es mir gegangen ist, dass ich mich immer sehr, sehr schlecht gefühlt habe, dass ich Depressionen hatte, depressive Stimmungen. Und heute war ich in einem Call. Ich bin im Programm von Sandra Heim und Shelia Stephens in Beyond. Und das Thema dort war, es ging sehr, sehr stark um Burnout. Also es haben einige erzählt, die Burnout haben und wie schwierig es ist, auch da wieder rauszukommen, wie Burnout überhaupt entsteht. Und das war passt für mich sehr, sehr gut zu den Gedanken, Gefühle und was tut's. Und das möchte ich gerne heute aufnehmen. Ich hatte zum Glück noch kein wirkliches Burnout. Also ich habe noch nie ein Burnout diagnostiziert gehabt, kenne aber sehr, sehr viele Menschen, die ein Burnout haben, bin wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal am Burnout vorbeigeschrammt und bei mir waren es eher depressive Verstimmungen, Depressionen, aber auch nie jetzt, also ich habe es jetzt nie attestiert bekommen, aber ich hatte immer sehr, sehr schlechte Laune und über sehr, sehr lange Zeit und auch bei dem Burnout und wir glauben ja immer, unsere Gedanken und unsere Gefühle und wie wir uns fühlen und was wir tun müssen, das kommt sehr stark von außen. Und ich kenne zwar diesen Satz oder ich habe den immer wieder gehört, ja, das ist alles in dir drinnen und du hast schon alles, was du brauchst und die Außenwelt ist nur ein Spiegel von dem, du kannst es selbst an. Ich habe es nie verstanden und ich habe es lange nicht verstanden und es war für mich ganz, ganz schwierig, das zu verstehen und zu sehen. Was ich aber sehen konnte, war, dass es da draußen Menschen gibt, die irgendwie anders reagieren als ich, die ihr Leben leichter nehmen und die Schicksalsschläge haben und die gut oder besser wegstecken. Ich hatte jetzt auch zum Glück nie einen sehr, sehr großen Schicksalsschlag, den ich überwinden musste. Und wenn ich mir dann so andere Geschichten angeschaut habe oder gehört habe, dann habe ich mir gedacht, wieso können die so leicht unter Anführungszeichen mit ihrem Schicksalsschlag umgehen und ich habe nicht einmal einen Schicksalsschlag und mein Leben ist schon so schwer. Ich habe es irgendwie nie verstanden und ich möchte gerne erstens einmal meine Zuschauerinnen begrüßen. Hallo, freue mich, dass du dabei bist. Gerne einen Kommentar und ich habe auch schon einen Link hineingestellt. Das heißt, wenn du gerne mitreden möchtest mit mir, dann kannst du das jetzt live tun. Ich freue mich total, wenn du musst einfach den Link klicken und dann bist du im Gast und wir können reden, weil vielleicht hast du auch was zum Erzählen von, keine Ahnung, Burnout oder wie du mit deinen Gedanken umgehst. Einfach deine Geschichte, ich freue mich drauf. Einfach den Link klicken und ich sehe dich dann so quasi in der Lobby und kann dich dazu holen zum Gespräch. Ich freue mich sehr, wenn du dazu kommst. Ich möchte gern zwei Geschichten von Menschen erzählen, von denen ich gehört habe. Ich kenne sie nicht persönlich, aber von denen ich halt in den Zeitungen gehört habe, die mich beeindruckt haben. Ich sage es jetzt einfach so, die mich einfach wirklich beeindruckt haben.
Und zwar gibt's einmal die Barbara Pachel-Eberhardt. Hast du vielleicht auch gehört, kennst du vielleicht auch, hast vielleicht das Buch gelesen. Das Buch ist 4-3. Um was geht's? Was ist dieser Frau passiert? Sie hat bei einem Autounfall ihren Mann und ihre 2 Kinder verloren. Wahnsinn. Also ich war damals, also ich bin noch immer Mutter, aber damals war mein Kind ungefähr im selben Alter und es hat mich komplett mal gedacht, Wahnsinn, also wenn mir das passiert, wie würde ich reagieren? Und diese Barbara Pachel-Eberhardt hat wahrscheinlich anders reagiert als viele, viele andere Menschen. Sie hat zum Beispiel das Begräbnis ihrer Kinder und ihres Mannes als Fest gefeiert. Ja, wie kann man das als Fest feiern? Ich meine, ihre ganze Familie ist tot und wie kann sie das als Fest feiern? Also da gab es auch sehr viel negativer Input von außen. Und sie hat es aber trotzdem gemacht. Sie hat gesagt, also sie war reich beschenkt mit ihrer Familie und jetzt sind sie quasi Engel und sie sind gegangen. Ich habe dann auch das Buch gelesen und natürlich ging es ihr nicht so gut, wie sie jetzt vielleicht von außen ausgeschaut hat, sondern natürlich hat sie sehr gelitten unter diesem Schicksalsschlag und war sehr verzweifelt und hat sich zurückgezogen und eingeschlossen und ihre Zeit genommen. Aber trotzdem ist sie nach außen schauend anders mit diesem Schicksalsschlag umgegangen. Es hat mich sehr begeistert, weil ich mir dachte, wow, welche Kraft hat diese Frau, so aufzutreten und dann auch eben dieses Buch zu schreiben. Und sie hat auch innerhalb eines Jahres wieder eine neue Beziehung gehabt. Und wenn man aber das Buch und so fürs Außen ist es dann vielleicht, hat die denn nicht getrauert oder wie kann man so umgehen? Natürlich hat sie getrauert und sie hat sehr getrauert und sie hat sehr geliebt, aber sie hat einen anderen Zugang gehabt. Und ich habe das sehr, sehr spannend gefunden und ich habe es sehr spannend gefunden, wie sie ihren Zugang, dass es überhaupt Menschen gibt, die diese innere Kraft aufbringen und mit so einem Schicksalsschlag einfach anders umgehen. Ein zweiteres Beispiel, was mich auch wahnsinnig beeindruckt hat, war ein Mann namens, ich muss es ablesen, Georg Fraberger. Und der Herr Georg Fraberger ist wie auch einige andere auch, also wenn man dann googelt, man merkt, dass es einige Menschen gibt, ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen. Und als diese Geschichte, ich glaube 2013, hat er auch ein Buch rausgebracht, als ich dann das erste Mal davon gehört habe, war für mich auch, das war irgendwie so wo es mir gerade nicht so gut ging, ich war im Job nicht sehr zufrieden, ich habe überlegt, ob ich mich selbstständig machen soll oder nicht, ich hatte einen pubertierenden Sohn zu Hause, der auch nicht immer, der mir mein Leben scheinbar von außen auch immer ein bisschen schwer gemacht hat, also ich hatte einige schwierige Situationen, mit denen ich kämpfen musste, nur im Vergleich zu seinem Schicksal, dass er eben ohne Beine und ohne Arme auf die Welt gekommen ist. Und wie er sein Leben meistert, war mein Leben ja ein Freudentanz, ein einziger. Und dieser Georg Fraberger ist Psychologe. Er ist Arzt in einem sehr, sehr großen Krankenhaus in Wien. Er ist verheiratet und hat 4 Kinder. Und als ich diese Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, wow, Wahnsinn, wie schafft er das? Wie kann der so einen Schicksalsschlag, nämlich ohne Arme und ohne Beine, zu leben und dann aber trotzdem ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen? Und ich habe mir gedacht, zu dem damaligen Zeitpunkt, der ist glücklicher eigentlich als ich, obwohl ich alles habe. Ich habe arme Beine, ich habe einen Job, ich habe eine Familie, ich bin gesund und auch meine Familie rundherum ist gesund. Und er ist irgendwie glücklicher und zufriedener in seinem Leben. Und die dritte, und das ist dann meine Geschichte, als ich mich selbstständig gemacht habe, war natürlich am Anfang Feuer und Flamme und Eifer und alles war super und alles war toll. Und irgendwann einmal war es aber bei mir auch so schwer. Also es war wahnsinnig mühsam. Es war schwierig, Kunden zu finden. Es war schwierig, sichtbar zu werden. Es war eigentlich alles nur mühsam. Und das war heuer eigentlich, also es hat voriges Jahr schon angefangen und heuer im Winter war das dann irgendwie so der Gipfel, wo ich dann gedacht habe, okay, also ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Also entweder gebe ich mein Geschäft wieder auf oder aber ich probiere etwas ganz anderes. Was auch immer das andere ist,
Ich habe es zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gewusst, aber ich habe gesehen, dass es da draußen Unternehmer, Unternehmerinnen gibt, die offensichtlich ihr Business einfacher führen, dass es auch anders geht. Und genau das ist auch mit diesen anderen Geschichten, sowohl mit der Barbara Pachel-Eberhardt, die ihre Familie verloren hat, mit den Georg Frau Berger, der ohne Arm und ohne Beine auf die Welt gekommen ist. Was ich dir gerne mitgeben möchte ist, und vielleicht bist du auch gerade in einer Situation, wo alles sehr, sehr anstrengend ist, wo alles sehr, sehr schwierig ist, wo du das Gefühl hast, du bist in einem Hamsterrad und weißt nicht, wie du da rauskommst. Und ich kann das wirklich gut nachvollziehen und auch in unserem Beyond-Gespräch, das passiert immer wieder, das passiert immer wieder. Und warum passiert es? Weil wir in unseren Gedanken verhaftet sind. Ja. Einfach in unserer Gedankenspirale, die immer wieder dasselbe Muster abläuft und immer dieselben Gedanken und immer wieder und immer wieder. Und natürlich mit diesen negativen Gedanken kommen auch negative Gefühle. Das ist eine 1:1 Verbindung. Und jetzt kann ich dir auch sagen, ja, aber das sind nur deine Gedanken und du musst deine Gedanken abstellen. Dann wirst du sagen, ja, super. Und wie mache ich das bitte? Und ich weiß, dass es nicht so einfach ist, weil ich auch in diesen Gedankenspiralen lange verhaftet war und wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen, aber mittlerweile weiß ich, was bei mir funktioniert. Was ich dir aber mitgeben möchte aus diesen anderen Geschichten und was ich dann gemacht habe, ich habe erkannt, so wie ich mein Leben lebe, so wie ich in diesem Hamsterrad bin oder es schwer ist oder was, da gibt's auch andere Wege. Ich wusste den Weg nicht. Ich wusste nicht, wie es anders sein könnte. Und ich wusste nicht, was für Schritte ich machen soll. Aber was ich dir mitgeben möchte, sobald du erkennst, dass es da draußen auch nur eine einzige Person gibt, die in einer ähnlichen Situation ist wie du, die aber das anders meistert, vielleicht einfach aus deinem Blick, oder dass du noch nur irgendwo die Ahnung hast, das könnte auch einfacher sein, dann gibt es eine Chance, dann gibt es eine Hoffnung. Das bedeutet, dass in dem du gerade gefangen bist, du gerade gefangen bist, aber irgendwo da draußen gibt es eine Hoffnung, eine Chance, dass es auch für dich anders und auch für dich leichter sein kann. Welcher Weg das ist, den siehst du vielleicht auch nicht. Der ist jetzt im Nebel, den kannst du nicht erkennen, aber wenn du nur den Blick dort in diese Richtung behältst und immer in die Richtung schaust und immer sagst, okay, ich weiß, da draußen gibt's noch was anderes. Ich weiß, da draußen gibt's auch nur eine einzige Person, die dasselbe durchmacht wie ich, aber anders damit umgeht. Wenn du schon nur diesen kleinen Hoffnungsschimmer siehst und diese kleine Chance siehst, und den Blick dorthin behältst, immer wieder hinschaust, irgendwann wird sich der Nebel lichten und irgendwann wird sich der Weg für dich zeigen. Das kann jetzt morgen sein, das kann in einem Monat sein, das kann durch einen glücklichen Zufall sein. Du liest etwas, du hörst und denkst, ah, das könnte ich ausprobieren. Und das will ich dir mitgeben, dass so schwierig deine Situation jetzt gerade auch aussehen mag und so hoffnungslos du vielleicht auch glaubst, dass sie gerade ist, sobald du siehst, dass es eine klitzekleine Chance gibt, dass es anders sein könnte, besser sein könnte, leichter sein könnte, dann behalte den Blick dorthin, der Weg wird sich zeigen. Du musst ihn nicht gleich kennen, du musst ihn nicht gleich sehen, er wird sich zeigen. Ich möchte gerne jetzt noch die Geschichte, was ich im Winter gemacht habe, wo ich so diese zwei Möglichkeiten hatte, okay, ich kann jetzt mein Business zusperren oder ich kann es anders machen, weil es da draußen auch Menschen gibt, die ihr Business anders führen. Ich keine Ahnung hatte, wie anders geht, aber ich eben diesen, da gibt's was, irgendwas gibt's das und das möchte ich gerne sehen und das möchte ich gerne wissen. Und bei mir war es dann so, dass ich einfach meiner Intuition komplett gefolgt bin. Also ich habe wirklich angefangen, alle meine To-Do-Listen wegzugeben, alle Pläne, alle Zielvorgaben, alles, ja, was irgendwie nach ich muss ausschaut und habe nur mehr angefangen und gesagt, okay, ich warte, was kommt. Welcher Impuls kommt und dem folge ich. Und wenn ein Tag kein Impuls kommt, dann mache ich auch nichts. Nur die Impulse kamen natürlich und es kamen immer mehr und es kamen immer mehr und ich habe immer mehr gesehen und irgendwann einmal rollt das und wir sind drinnen.
So, jetzt hallo, meine zwei Zuseherinnen, weiß ich nicht. Gerne ein Hallo von dir. Ich habe den Link, wenn du gerne Gast sein möchtest und mir deine Geschichte erzählen möchtest, aber vielleicht auch eine Frage hast, du vielleicht gerade in der Situation bist, wo du auch das Gefühl hast, oh, das ist so anstrengend. Ich habe den Link gepostet in den Kommentaren. Wenn du da draufklickst, dann kannst du direkt zu mir live kommen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, einen Gast hier live begrüßen zu dürfen. Und stell mir deine Frage, erzähl, was du gerade tust. Vielleicht hast du aber auch dasselbe schon erlebt und hast auch für den Zuschauern irgendwie so, wie ist es denn dir dabei ergangen? Ich freue mich, wenn du reinkommst. Einfach auf den Link klicken und dann solltest du bei mir in der Lobby erscheinen und ich kann dich als Gast reinnehmen. Was ist denn der Auslöser, eben wenn es nicht von außen kommt? Wir glauben immer, es ist von außen. Es sind die Kunden, es ist der Chef, es sind die Kinder, es sind die Partner, es sind die Gesellschaft, das System. Gestern habe ich mit einer Kundin gesprochen und die hat so nach einer halben Stunde irgendwie so, wie es ihr gerade geht und dass es so schwierig ist und dass sie Neidgefühle hat und die denkt so, ja, und dieses System und sie will gegen dieses System arbeiten und gesagt, okay, also dann arbeiten wir jetzt einfach gegen das System und schauen, wie wir das System verändern können. Und dann war natürlich klar, ja, das System ist es natürlich nicht. Und es ist auch nicht der Partner und es sind nicht die Kinder, es sind nicht die Kunden, es sind keine Blogartikel, die du liest, wo drinnen steht, du musst das und das machen. Es sind einfach immer unsere Gedanken, mit denen wir uns ständig beschäftigen, die uns suggerieren, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen, was richtig wäre, was nicht richtig wäre, was aber dann bedeutet, dass wir immer in diesem Gedankenkreisel sind und immer in dieser Gedankenspirale und nicht herauskommen. Wenn wir aber sehen, dass es einfach nur unsere Gedanken sind und wir unsere Gedanken wie Wolken am Himmel vorbeiziehen lassen können, beziehungsweise heute in unserer Gruppe hat eine Kollegin erzählt, sie hat das Bild, Gedanken kommen von irgendwoher und es ist wie Post und ich bin der Briefkasten und dann kommen die Briefe zu mir und die Post und ich bin diejenige, die entscheiden kann, ob ich diesen Brief jetzt aufmache oder ob ich diesen Brief einfach weiterschicke. Und genauso ist es mit unseren Gedanken. Wir müssen sie nicht aufnehmen, auch wenn es immer wieder dieselben sind und wir uns da drinnen kreisen. Wir können sie wie die Wolken am Himmel vorbeiziehen lassen. Wir können sie wie diese Post einfach weiterschicken. Wir müssen die Briefe nicht aufmachen und nicht darin lesen. Ja, also zum Abschluss. Lass deine Gedanken vorbeiziehen und wenn du das Gefühl hast oder siehst, dass es irgendjemanden da draußen gibt, dem es besser geht oder du auch nur den leisen Funken hast, dass es auch anders gehen könnte, verzweifle nicht, wenn du es jetzt gerade nicht siehst, sondern lass deinen Blick drauf, schau drauf und der Nebel wird sich lichten, ganz, ganz sicher, sobald du das sehen möchtest, wo du glaubst, da könnte die Hoffnung für dich drinnen sein, da könnte der Schimmer für dich drinnen sein. Eine andere Möglichkeit natürlich ist, dass du die Unterstützung von außen holst. Da lade ich dich dann zu meinem Coaching-Café ein. Du findest alles auf meiner Seite silviakittel.com. Ich werde es jetzt, wenn ich das so kann, einblenden. Genau, sehr gut. Ich werde noch ein BeLive-TV, eine Spezialistin. Also, wenn du gerne auch ein Thema hast und das jetzt vielleicht hier öffentlich nicht besprechen möchtest, aber gerne den Blick von außen möchtest, wir gemeinsam in eine Richtung schauen können, die dir vielleicht mehr Leichtigkeit, mehr Einfachheit, mehr Flow bieten könnte, dann auf meiner Seite Silvia Kittil, da kannst du dich im Coaching-Café einen Termin ausmachen. Das ist ein 20-minütiges, 30-minütiges eigentlich mittlerweile Gratis-Coaching. Und schauen wir doch gemeinsam in die Richtung, wo denn für dich möglicherweise diese Flow, diese Intuition, diese Einfachheit, diese Leichtigkeit sein könnte. Ich freue mich auf dich.
gerne auch natürlich wie immer einen Kommentar auch unter diesem Post, wenn du irgendeine Frage hast, einfach drunter schreiben, mich im Coaching-Café besuchen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Mein Blogartikel, der jetzt rausgekommen ist, ein dreiteiliger. Der erste ging eben über, dass wir nicht, dass unsere Gefühle und unsere Gedanken nicht unser Guide sind. In der nächsten Woche geht es darum, wofür sind wir verantwortlich und wofür nicht. Das ist auch so ein starker Punkt, immer die Kontrolle zu behalten, weil ich muss alles im Griff haben und die Kontrolle behalten. Und darum wird es nächsten Donnerstag wieder um 12 Uhr gehen. Ich freue mich auf dich, wenn du dabei bist, wieder beim Mittagstalk nächsten Donnerstag um 12 Uhr. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Das Wochenende steht fast vor der Tür. Noch ein paar gute, leichte, inspirierende Tage. Bis bald wieder. Alles Liebe, deine Silvia. Tschüss.